Worüber reden wir denn? Hallo, ich bin der Frank Fuchs. Felix Sommer. Ich mache hier die Geschäftsführung bei uns im Grand Theater und... Ich die künstlerische Leitung. Erzähl nochmal ganz, ganz kurz die Mini-Vita von dir. Meine Mini-Vita. Ja, meine Mini-Vita künstlerisch oder tatsächlich? Gibt es da einen Unterschied? Worauf soll ich den Schwerpunkt legen? Auf Mini, alles Wichtige. Alles Wichtige, alle gut. Peinlichkeiten. Alle Peinlichkeiten nicht, dafür gibt es zu viele. Geboren 1978 im tiefsten Südwesten der Republik in Freiburg im Breisgau, im Alter von anderthalb Jahren nach Norddeutschland mit der Familie verzogen. Das hört man auch an meiner Sprache bis heute. Ja, du wolltest doch über die Peinlichkeiten nicht sprechen. Das ist nicht peinlich, da bin ich ja stolz drauf. Okay. Ich habe damals als Kind, als Grundschüler an einer Amateurfreilichtbühne angefangen in meinem Heimatort und bin tatsächlich seitdem dem Theater immer treu geblieben. Das ging dann über die Stationen, also nach dem Abitur und Zivildienst, dann normales Studium in Bremen angefangen, dann aber relativ bald nach Berlin, Schauspielausbildung für 3 Jahre, dann etliche Jahre. Was ist ein normales Studium? Also ein nicht künstlerisches Studium. Ich habe Philosophie und Geschichte studiert für 2 Jahre. Ah, okay. Genau, dann in Schauspielausbildung in Berlin. Dann einige Jahre als frei schaffender Schauspieler selber gearbeitet und dann im Jahr 2011 das erste Mal selber inszeniert. Dann einige Jahre hier im Ruhrgebiet und im Rheinland Regieassistent an größeren Häusern gewesen. Wie ist das denn passiert? Warum bist du hier gekommen nach Bochum? Also ich lebe jetzt in Bochum, ins Ruhrgebiet bin ich gekommen 2012, weil ich in Castrop-Rauxel am Westfälischen Landestheater eine Stelle als Regieassistent angetreten habe. Das ist ganz witzig, vielleicht als kleine Anekdote, auch wenn das jetzt schon längst nicht mehr Mini ist. Ich hatte mit Anfang 20 ein Vorsprechen in Bochum an der Schauspielschule. Damals hieß sie noch Westfälische Schauspielschule. Ja. Und habe mich an dem Tag in die Stadt Bochum verliebt und habe gesagt, wenn es irgendwann mal klappt, würde ich gerne in Bochum wohnen. Und jetzt tue ich das seit 5 Jahren. Viel Zeit, dich umzugucken. Ich war übrigens auch schon mal in Bochum an der Schauspielschule für ein Vorsprechen. Regie. Ah ja. Da war ich allerdings schon 35, weiß nicht mehr, 34, 35. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mich denn noch entwickeln wolle oder nicht schon fertig sei. Ja. Und dann habe ich gesagt, Entwicklung ist nicht verkehrt, aber so richtig suchen müsste ich mich nicht mehr. Und dann haben sie mir empfohlen, ich sollte doch besser eine Regieassistenz machen. Ja. Und dann sagte man mir, am besten eine, die so richtig schwierig ist, damit ich danach auch wirklich weiß, ob ich das machen will. Ja. Ich habe es dann nicht gemacht. Noch 5 Jahre hat es dann gedauert, bis ich dann gesagt habe, nee, jetzt willst du doch noch im Theaterbereich. Ja. Das ist ein Ratschlag, den man dir dagegen hat, den würde ich ohnehin jedem Menschen, der künstlerisch oder die künstlerisch am Theater arbeitet, geben. Macht einmal eine Assistenz. Apropos Ratschlag, wir sind ja ein gesellschaftlich und sozial engagiertes Haus. Mhm. Wann wird das erste Stück für mehr Fahrradfahren bei uns gemacht? Wenn ich eins wüsste, würde ich sofort machen. Du spielst darauf an, dass ich begeisterter Fahrradfahrer bin. Mit selbstgebautem Fahrrad. Also mit selbst zusammengestelltem. Selbst zusammengestelltem Fahrrad. Nicht mit selbstgebautem. Soweit bin ich dann nicht. Noch nicht, ja. Vielleicht sieht das irgendjemand, der oder die eine tolle Idee hat zu einem Theaterstück zum Thema Fahrradfahren. Fahrrad, auf jeden Fall. Komm doch noch mal zu peinlichen Geschichten. Nö.